Ja, und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in einer digitalisierten Welt leben und der Digitalisierungsprozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Und Na, im Gegenteil, ich jetzt sind ja mit Corona ja explodiert ist. Also was das war, sind ja Dinge jetzt digitalisiert worden in den letzten Jahren, ein paar Monate, die undenkbar waren, ja, vorher. da nicht im Netz gefunden zu werden, wäre, glaube ich, ein fataler Fehler. Und das sage ich jetzt als die bei uns die Outdoor-Akademie leitet, ja, wo unsere Kundinnen und Kunden natürlich sehr naturaffin sind und sagen, ich will draußen und am liebsten im Garsch hupfen und so viel Natur wie möglich. Ja. Und trotzdem finden sie uns über die Homepage. Ja, hallo meine Lieben, mein Name ist Sebastian Braske von der Firma Etabs. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, spezialisiert auf SEO, SEA, Webseiten und Webshops. Heute habe ich ein spannendes Unternehmerpärchen für euch mit, und zwar von der Firma Neverest, die Jennifer und den Markus. Die haben ein Aus- und Weiterbildungszentrum, wie gesagt, namens Neverest, und man kann vom Kräutertrainer bis hin zur Coaching-Ausbildung, bis hin zu Business-Lehrgängen eigentlich alles bei Ihnen machen. Lieber Markus, liebe Jennifer, danke, dass ihr da seid und eure Insights mit uns teilen werdet. Wollt ihr euch nur trotzdem auch vorstellen? Sehr gerne. Also du hast eh schon vieles gesagt. Wir sind grundsätzlich ein Aus- und Weiterbildungsinstitut mit 11 offenen Lehrgängen, die jede Person buchen kann, über Outdoor-Ausbildungen von Erlebnispädagogik, Outdoor-Guide, Selbstversorger-Lehrgang, also diese Zurück-zur-Natur-Schiene, Wildkräutertrainer-Lehrgang, aber auch diese Coaching-Schiene, Mentaltrainer-Ausbildung, Lebens- und Sozialberater-Ausbildung, systemisches Coaching, Kindermentaltrainer. Also da tut sich einfach wahnsinnig viel. Und dann sind wir aber auch noch Bildungspartner für Unternehmerinnen und Unternehmer. Also wir verstehen uns als rundum Bildungspartner, weil wir ein sehr großes Trainerinnen- und Trainerteam haben mit 40 Expertinnen und Experten und können da sehr viel abdecken. Also von Lehrlingstrainings bis Führungskräfteentwicklung, von Teamentwicklung bis hin zu fachspezifischen Seminaren, Auftrittstrainings, bis hin zu Moderation oder Verkauf. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und macht uns großen Spaß. Also was, glaube ich, wichtig ist zu wissen über uns, wir sind leidenschaftliche Lernende und Lehrende und das lebenslange Lernen begleitet uns. Darum haben wir das auch im Namen mit diesem Neverest Lifelong Learning. Sehr gut. Markus, magst du auch noch was sagen, oder? Ja, sehr gerne. Also im Wesentlichen kann ich da eh noch mehr anschließen oder nicht mehr wirklich was sinnvoll was ergänzen, außer dass mich, wie gesagt, freut, dass du auf uns zugekommen bist und dass wir da unsere Erfahrungen halt da teilen dürfen. Ja, also sehr gerade wenn es geht um Wissen und Wissen weitergeben, dann ist ganz das unser richtig. Ding. Ja. Ihr seid ja, wir sind ja in Österreich, also ihr ja auch, in Krems und Wien seid ihr. Genau. Am präsentesten. Ja, genau. Super, sehr gut. Wie lange seid ihr denn schon Unternehmer? Das kommt jetzt darauf an, ob man es als Einzelunternehmerin und Einzelunternehmer betrachtet oder als Firma gemeinsam. Also selbstständig sind wir beide im Vorhinein schon gewesen, haben uns dann vor mittlerweile knapp 8 Jahren dann auf den Backel gehaut und haben gesagt, das stellen wir jetzt auf eine sinnvolle Basis und machen da jetzt gemeinsame Sache. Seit 8 Jahren haben wir dieses Unternehmen und das gemeinsam. Wie lange wart ihr davor? Also ich war sicher. Also ich habe das letzte Mal eine Urkunde bekommen, glaube ich, von der Wirtschaftskammer mit 20 Jahren Gratulation zum Unternehmer sein sozusagen. Aber das war nicht immer mein Hauptding. Also ich habe schnell einmal einen Gewerbeschein einmal gelöst gehabt. In der Erwachsenenbildung habe ich während dem Studium so ECDL-Kurse, das war damals das Ding, das Technische, damals trainiert und geschult und ja, dann wieder mal ruhend gelegt und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich war man eigentlich immer, also für meinen Teil immer Unternehmer. Genau, bei mir waren es circa 7 Jahre davor ungefähr in Richtung Moderation, aber auch Auftrittstrainings, Off-Air-Veranstaltungen, Veranstaltungsmoderation. Also das war so mehr in diese Richtung. Also eine Menge Erfahrung, sehr schön. Wie seid ihr auf das Thema SEO damals gekommen? Was war da so, was war so, ja? Naja, der Punkt oder die Ausgangssituation war die, dass wir damals eben das Institut auch gegründet hatten vor ein paar Jahren. Und mein Vorteil ist halt bei uns im Unternehmen, dass ich halt einiges natürlich am Anfang abdecken habe können. Ja, das heißt, ich habe mal schnell einmal, hatte mit WordPress Erfahrung, das heißt, ich habe die Website einmal gebaut, ich habe ein bisschen Photoshop gekonnt und habe damit halt einmal so diesen Grundstock, was man so braucht, um einmal zu starten, halt auf die Beine gestellt. Ja. Und irgendwann bin ich mal drüber gestolpert, dass es eben sowas gibt wie Suchmaschine, weil man glaubt ja dann zu Beginn, ja, die Homepage und das war's, ja. Und habe dann relativ bald einmal gemerkt, okay, ja, wir haben eine Homepage
und da geht relativ viel Energie rein, aber eigentlich kommt relativ wenig retour. Ja, und das war nachher so der Punkt, wo ich mit dann begonnen habe, ein bisschen zu recherchieren und war halt dann einmal an dem Punkt, wo ich mich mit SEO beschäftigt habe und dann habe ich natürlich autodidaktisch, weil gerade in den Gründungsjahren ist ja natürlich auch das Cash nicht unbedingt vorhanden, dass man halt dann gleich sagt, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand und mache was damit und habe versucht, das autodidaktisch irgendwie über die Bühne zu kriegen und ja, und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich halt dann selbst reflektiert und nicht nur selbst reflektiert, sondern halt mit anderen gesprochen habe, wo man gesagt hat, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir halt wirklich professionelle Hilfe brauchen, ja, weil ich bin mit meinem Latein am Ende, gleichzeitig ist das Geschäft natürlich gewachsen, das heißt, ich habe weniger Zeit gehabt am Ende des Tages, um da wirklich mich mit der Website selber zu beschäftigen und selber Dinge in die Hand, dann hat man die Kompetenz und das Know-how gefällt und dann war irgendwie relativ schnell klar, okay, wir suchen uns Unterstützer und habe dann eingegeben, SEO-Agentur und dann ist eine kleine Firma aufgepoppt und ja, und seither kennen wir uns. Ne? Ich weiß noch, dass der Max zu mir gesagt hat, dass er euren Namen so cool findet, weil dieses ja. IT-Helps oder IT-Helps, das war so einer der ersten Sachen, dieses Wortspiel, weil wir auch dieses Wortspiel im Namen haben und das war irgendwie sehr verbindend. Also das war sicher unser erstes Gespräch über euch, dass wir über dieses Wortspiel geplaudert haben, was uns sehr getaugt hat. Sehr cool. Wenn ich jetzt kurz ins Heute springe, wie wichtig ist das Thema die Website? Wie viel spielt sich darüber ab? Also das kann ich gern beantworten. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Homepage vermutlich unsere Hauptakquisequelle ist, sagen wir jetzt mal so. Ja. Also wir haben sehr viel ausprobiert in den letzten Jahren. Wir kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Der Max hat Marketing studiert, ich komme so aus dieser Medien-PR-Schiene. Also wir kennen uns mit Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich aus. Wir haben es mit Messen versucht. Wir haben also grundsätzlich mit Medienarbeit einiges probiert. Wir haben mit Marketing, glaube ich, versucht, viel zu machen und sind aber wirklich drauf gekommen, dass die Homepage tatsächlich das ist, wo zu uns die meisten Kunden kommen. Und da war uns dann irgendwie relativ schnell klar, dass wir da einfach wirklich auch investieren sollten, weil das natürlich auch Cash-Retour spielt. War es euch damals so bewusst, dass das ein so wichtiges Thema ist? Das hat sich entwickelt. Also wie gesagt, zu Beginn, ich glaube, das ist ja was ja viele Unternehmer verbindet, also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man halt viel mit Try and Error macht. Ja? Also man denkt sich halt, okay, die anderen machen es auch, also muss da was dran sein, Stichwort Messen. Ja? Und waren halt dann auf Messen, haben urviel Geld in die Hand genommen für Werbematerial, Dinge, um Material zum Streuen. Wir haben Theken gekauft und Hintergründe, um diesen Messestand auch ansprechend irgendwie zu gestalten und hatten, also das war damals, ich kann mich erinnern, die erste Messe, auf der wir waren, war die Interpädagogika, also eine Messe, wo es halt wirklich auch um Lernen geht. Ja. Und wir haben es damals geschafft, dass wir also Unmengen an Kontakten akquiriert haben in diesem Messestand, weil die Leute sind gern gekommen, also sie haben mitgemacht beim Gewinnspiel, wir haben sie gut angequatscht, das hat alles super gelaufen und wir haben gedacht, war super klasse und uns haben es gekannt, auch die anderen Aussteller sind gekommen, weil wir haben ja so einen coolen Stand. Weil immer was los war. Weil immer was los war und weil immer Menschen drauf waren, voll super. Und ich kann heute sagen, Output aus dieser Messe und aus diesen, ich glaube es waren 545 Kontakte, die wir dann wirklich qualifiziert hatten nach dieser Messe, war Output bis heute 1. Okay. Ja, und das ist jetzt her 7 Jahre. Okay. Genau. Und wenn wir heute unsere Kundinnen und Kunden fragen, warum sie sich tatsächlich für uns entschieden haben, dann gibt es eigentlich immer zwei Sachen. Das erste, was sie sagen, ist die Homepage, auf der sie sich total wohlgefühlt haben. Und das zweite ist unsere Doris, die im Büro die Kundenanfragen beantwortet, dass die so sympathisch und so toll ist und dass sie sich da einfach gut aufgehoben gefühlt haben. Aber das erste ist immer, die Homepage war so sympathisch, sie haben sich auf der Homepage wohlgefühlt und deshalb sind sie zu uns gekommen. Also das hören wir regelmäßig. Genau. Also das ist jetzt nichts, was einzeln vorkommt, sondern durch die Bank uns gefeedbackt wird. Und was halt bei uns auch ist, ist gerade in dem Bereich, also wir waren zu Beginn halt verstärkt auch in diesem Outdoor-Bereich und Trainerausbildung haben wir eigentlich auch ab Beginn gemacht, aber sehr stark in diesem Outdoor-Bereich. Und da ist es bis heute so, dass aus ganz Österreich die Kundinnen und Kunden zu uns kommen. Mhm. Ja? Und die kannst du natürlich viel leichter abholen mit wirklich einer sehr zielgruppenorientierten Website, zu der wir die sonst nie kommen. Ja, das muss man einfach so sagen. Ja? Okay. Also das könnte man nicht leisten, ein Direct-Mailing auszuschicken,
oder irgendwo, also ich bin von diesen ganzen klassischen Dingen, wie ich es gelernt habe im Studium, komplett weg. Ja. Also für uns ist eigentlich nur mehr Web wirklich relevant. Ja. Okay. Und auch Folder, Flyer, das sind ja so Dinge, die man oft als Unternehmerin am Anfang probiert. Jeder braucht Folder, jeder braucht Flyer und die muss man verteilen. Also, naja, gar nicht. Ja. Also das sind so die Dinge. Ja, kann schon sein, dass was Haptisches auch Sinn macht, zusätzlich. Aber ohne Homepage wären wir aufgeschmissen. Und vor allem, wenn wir das Geld hätten, was wir da rausgeschleudert haben und geschreddert haben in der Zwischenzeit an Visitenkartenfolder, Flyer, Imagefolder, Produktfolder, dann sind wir mittlerweile umgesiedelt. Jetzt ist zweite Mal. Das heißt, jedes Mal kannst du die ganzen Drucksorten wieder und eigentlich braucht man es fast nicht. Ja, also das heißt, ganz klar. Wisst ihr ungefähr, was schätzt ihr, wann wir zwei das erste Mal Kontakt hatten? Wir haben vorher überlegt, das ist ziemlich genau 2 Jahre nach unserer Gründung gewesen, glaube ich. Hast du nachgeschaut, Sebastian? Ja. Dann sagst du. Es war der 4.10.2017 kam die Anfrage hin. Okay. Ja. Also dann jetzt, war es 3 Jahre nach der Gründung. Okay. Dann kommen uns die Kooperation schon länger hervorgenommen. Anscheinend hat sich viel getan bis seitdem. Es fühlt sich schon so vertraut an, genau. Wie hat sich das Unternehmen jetzt so die letzten 4 Jahre vor euch entwickelt? Flott. hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Also wie gesagt, wir haben gestartet am Anfang mit 3-4 Lehrgängen. Mittlerweile sind wir bei 11 Lehrgängen, die wir haben. Wir haben gestartet mit einem Mitarbeiter oder am Anfang einmal wir zu zweit und einem Mitarbeiter. Aktuell stehen wir bei 8 Personen im Büro und einem 40-köpfigen Trainerinnen- und Trainerteam. Also es ist in jeder Hinsicht, haben jetzt auch trotz Corona in ein neues Büro investiert und auch das hat uns in dem Sinn nicht geschadet. Und wir können uns, was das betrifft, nicht beklagen und wissen aber, dass es auch dank einer sinnvoll und gut funktionierenden Homepage ist. Also das wissen wir schon sehr zu schätzen. Super. Wie hat sich's bei euch auch entwickelt? Also wie soll ich sagen, jetzt 4 Jahre an der Website bauen. Wie war das vor 4 Jahren versus heute? Ist das ganz anders? Hat man sich da, oder waren alle Theorien am Anfang richtig? Oder wie ist das so? Schwer zu sagen, ja. Also das ist ja immer, wenn ich es wüsste oder zu dem Zeitpunkt wüsste, wo ich es tue, ja. Also es hat sich natürlich die Arbeit verändert, weil wir weniger jetzt global feilen an der Website, sondern halt Kleinigkeiten ändern. Also es ist durch das, dass wir halt mit vielen Suchbegriffen auf der ersten Seite sind oder unter Platz 1 sogar in manchen, mit manchen Begriffen, ist das natürlich ein bisschen anderes Spiel. Ja, also wenn wir einen neuen Lehrgang starten, dann ist die Arbeit an diesem speziellen Lehrgang natürlich globaler, weil dann haben wir mal einen Text, ja, und produzieren mal die Seiten und dann versuchen wir natürlich noch die Seite mal zu optimieren. Und das ist natürlich viel ausprobieren und schauen, wie es geht. Ja. Aber das ist, glaube ich, der springende Punkt, was du sagst. Wir denken jetzt schon gleich zu Beginn dran, die Seite zu optimieren. Ja. Was am Anfang, ja, haben wir gesagt, okay, eine Visitenkarte im Netz und es muss gut formuliert sein und es muss gut klingen und so. Ja. Also, und fertig, Hauptsache ist es im Netz. Und mittlerweile wissen wir halt, dass das halt nur die halbe Miete ist, wenn überhaupt die halbe. Ja. Also dass man gleich von Anfang an dran denkt, diese Seiten so zu machen, dass sie auch sinnvoll gefunden werden. Würde, wenn man es wissen würde, zu Beginn viel Arbeit sparen. Genau, ja klar. Und nicht nur Arbeit, ja. Absolut, ja. Okay. Also es ist so, ich glaube, das ist ein Irrglaube, den viele am Anfang haben, dass so ein bisschen Website ein Zustand ist oder das mache ich einmal, dann ist das vorbei. Und es ist eher dieses ständige daran arbeiten, verbessern, beobachten, wie es ankommt und solche Dinge. Und da also dann. Ich kann ganz aktuell auch ein Beispiel bringen. Ja, also beim letzten Update ist wir hosten unsere Webseite immer nur mit WordPress und dann kommt halt wieder mal ein Plugin-Update und auf einmal schießen sie zwar und auf einmal schießt man, da ist das SEO-Tool, das wir in Verwendung haben, aus. Wir haben plötzlich 2000 Fehler. Ja? Und dann ist es natürlich eine Nachtschicht, ja, weil dann sitzen wir halt und versuchen dann irgendwie rauszufinden, was da eigentlich los ist und bis wir dann draufkommen, vergeht meistens viel Zeit. Ja. Okay. Also darum ist es immer, ich finde auch, Website ist immer Arbeit. Also die Idee, dass ich mache das einmal und das war's, also kann ich nicht mehr unterschreiben. Habe ich einmal, aber kann ich nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr so. Ja, ist natürlich auch ein bisschen der Nachteil, in Wahrheit die Abhängigkeit. Also es ist halt natürlich, wir machen uns abhängig von Google und unserer Website.
Wenn da jemand sagt, ich mag nicht mehr ein technisches Plugin oder eine Google-Suchmaschine, die sagt, ab jetzt whatever, ist es natürlich ein Thema. Das kann man halt nicht abschreiten. Aber natürlich sammelt man als Unternehmer natürlich über die Jahre eher genauso eine coole Fanbase, zufriedene Kunden, Mundpropaganda. Und das spielt ja alles Hand in Hand miteinander. Das ist ja nie isoliert. Ja, und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in einer digitalisierten Welt leben und der Digitalisierungsprozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Und Im Gegenteil, ich finde ja mit Corona ja explodiert ist. Also was sind ja Dinge jetzt digitalisiert worden in den letzten Jahren, ein paar Monate, die undenkbar waren vorher. Also ja, es hat jeder gewusst, Digitalisierung, ja, das wird kommen und das ist das große Thema. Aber am Ende des Tages ist halt dann doch nicht so viel digitalisiert, wenn man das glaubt. Und jetzt ist der Turbo eingelegt. Ne? Da nicht im Netz gefunden zu werden, wäre, glaube ich, ein fataler Fehler. Und das sage ich jetzt als die bei uns die Outdoor-Akademie leitet, ja, wo unsere Kundinnen und Kunden natürlich sehr naturaffin sind und sagen, ich will draußen und am liebsten im Gatsch hupfen und so viel Natur wie möglich. Ja. Und trotzdem finden sie uns über die Homepage. Ja. Ja, also das eine schließt das andere nicht aus und fast jeder und jeder hat heutzutage ein Handy, wo man zumindest die Daten abrufen kann und man recherchiert über diese Kanäle und dementsprechend, also es gibt kaum eine Zielgruppe, die ich über die Homepage nicht erreichen kann. Ja, absolut. Wie viel Energie und Personaleinsatz oder whatever setzt ihr denn jetzt aktuell in das Thema Website-SEO, ganz egal, wie man es jetzt einrahmt, aber was würdest du da so schätzen? Ja, egal auch in welcher Einheit. Fast zwei Personen. Naja, also mit dir drei. Ja, aber die wirklich immer, ich bin so der Springer, der halt dann wieder mal drüber schaut. Und was mir da auffällt und versucht irgendwie als Qualitätsmanager halt drüber zu schauen. Aber die halt wirklich dran arbeiten mit Content, Produktion, die optimieren, die auch soziale Medien, also das spielt für uns da. Das nicht isoliert zu betrachten. Und dann die wirklich sind zwei Personen. Okay, super. Ja. Sehr gut. Und die sind ja auch entstanden, glaube ich. Ich glaube, die ganz am Anfang waren keine zwei Personen. Habt ihr jetzt erzählt. Ihr zwei und den. Kann ich mich noch erinnern, dass wir uns, wo haben wir uns das erste getroffen? Einmal in Tulln, einmal in St. Pölten im Kaffeehaus. Genau, haben uns getroffen, dann in der Mitte und so. War cool, sehr gut. Was schätzt ihr denn oder habt ihr geschätzt in der Zusammenarbeit mit uns von ITHelps? Was kommt, vielleicht fällt euch das spontan ein. Also ich kann es da ganz kurz sagen, einfach diese Kommunikation auf Augenhöhe, dass ihr wirklich erfragt, wo wollt ihr hin, was ist euer Ziel, wer seid ihr, was macht ihr, was können wir für euch tun? Also ihr kommt nicht mit und das ist das Konzept und das müsst ihr so umsetzen, sondern ihr schaut zuerst einmal, was ist das für eine Firma, was wollen die eigentlich und versucht dann für uns das Beste zu machen. Also das war der Eindruck, den ich gehabt habe und auch mit welchen Ressourcen wir es angehen können. Ja? Habt ihr selber schon ein Verständnis davon? Sollen wir euch mehr beraten oder sollen wir was für euch tun, euch was abnehmen? Also das war einfach so ein so zielorientiertes und userorientiertes Arbeiten, das ich sehr angenehm gefunden habe. Also das war sehr schön. Auch in dem Wissen, das, was wir von euch brauchen, ist das, was wir jetzt kriegen, aber wir wissen, wir kriegen auch mehr, wenn wir es brauchen. Ja, genau. Und ihr seid da, wenn es notwendig ist. Und das finde ich sehr, sehr lässig. Sehr gut. Genau. Also das kann ich nur unterstreichen. Also ihr habt ja nie den Eindruck und es war auch nie so, dass du sagst, okay, ich will jetzt einfach nur irgendwie ein Package verkaufen oder so und das gibt es nur so und es gibt nur Full Service, sondern es war halt für uns immer angenehm, je nachdem, wie es uns gegangen ist, vom Wachstum her oder von der Unternehmensentwicklung her, dass es halt mal mehr, mal weniger war. Ja? Absolut, ja. Und das ist halt was ich sehr schätze. Cool, vielen lieben Dank. Trotzdem aber nie irgendwie so, dass der Kontakt komplett abgerissen ist und dass man sagt, okay, man hat gar nichts mehr. Schon mal gut hingekriegt, ja. Super. Wohin soll denn die Reise gehen mit Everest? Was sind so Ziele? Was sind so... Wir haben da erst letztens mit einem Trainer von uns gesprochen. Und was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir immer die Freude dran behalten können. Mhm. Also uns geht es nicht um Wachstum um jeden Preis, sondern uns ist beiden klar, wie wichtig auch Resilienz ist und auch Zeit. Für einen selber, dass man auch ausreichend Schlaf kriegt und ähnliches. Also alles, was man halt braucht, um ja auch seinen Leidenschaften gut nachgehen zu können. Mhm. Und das ist uns extrem wichtig, dass das jetzt kein explosives Wachstum ist, einfach um jeden Preis, wo aber keiner mitziehen kann, sondern dass wir so arbeiten, dass wir immer die Freude dran haben und diese Leidenschaft nach wie vor auch spüren und dass auch unsere
Kundinnen, Kunden, Teilnehmerinnen, Teilnehmer, dass die das auch wirklich bei uns spüren können, dass wir das lieben, was wir tun. Und wenn das der Fall ist, wachsen wir gerne. Ansonsten bleiben auch gern dort, wo wir sind. Also, und auch, dass wir die Qualität liefern können, die unsere Kundinnen und Kunden an uns schätzen. Weil das ja natürlich auch ein Thema ist, wenn man dann plötzlich explodiert und dann eigentlich die Prozesse nicht mitgewachsen sind, dass man halt immer dann das Thema hat, dass man zwar mehr Kunden hat, aber nicht mehr die Zufriedenheit schafft, die man gerne hat. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Also da zu wachsen, aber halt organisch und bis zu einem Rahmen, wo das auch Sinn macht. Aber so eine Vision, die wir irgendwie so verfolgen, ist so ein bisschen eine Domino-Bewegung in Gang zu setzen, dass mit den Lehrgängen, die wir machen, ob das jetzt ein Kommunikationslehrgang ist oder ein Coaching-Lehrgang, dass die Menschen was Sinnvolles dadurch dann auch wieder in ihrem Bereich weitergeben und oder im Naturbereich. Wir geben die Liebe zur Natur weiter, die geben das wieder weiter. Und ich glaube, das kann zu einer besseren Welt ein bisschen beitragen. Und das ist so unsere Vision, die wir damit verfolgen. Und ja, mit jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin, die wir im Lehrgang haben, in den Lehrgängen, einfach die Leute anzustupsen und ja, schauen, was es mit denen macht und da was Sinnvolles, eine Domino-Bewegung halt einfach irgendwie anzustoßen. Jetzt aus unternehmerischer Sicht jetzt gesprochen, es ist natürlich bei den Produkten, die wir haben und so wie wir aufgestellt sind, können wir nicht endlos skalieren. Also das geht in der Form gar nicht. Ja? Weil ich brauche immer einen Trainer, ich kann nicht unendlich den gleichen Lehrgang irgendwie multiplizieren. Das heißt, da haben wir halt unsere Gruppe und solange das gut läuft, und das Wachstum halt irgendwie sinnvoll und organisch ist das gut für uns. Ja. Genau. Und wir teilen, also was wir zum Beispiel nicht machen, ist einfach Riesengruppengrößen, einfach nur des Geldes wegen, das gibt es nicht. Ja. Sondern es ist immer dann aus, wenn es einfach eine optimale Gruppengröße übersteigt, dann machen wir lieber einen zweiten Termin auf, als dass die Kundinnen und Kunden dann zu kurz kommen. Also das wollen wir nicht. Also da ist uns lieber, wir arbeiten so, dass wir alle noch eine Freude dran haben, als dass es nur darum geht, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu verdienen. Das ist nicht das, warum wir es machen. Ein lieber Freund von mir und ein gemeinsamer Bekannter, den ihr kennt, liebe Grüße an den Daniel, der war ja ganz begeistert, war in einem eurer Kurse oder Lehrgängen und der war ja sehr, sehr begeistert. Das war vor kurzem, deswegen auch erwähnenswert. Ja, sehr cool. Schön, super. Cool. Was würdet ihr jetzt euch selbst als Rat geben? Ihr am Anfang, Neverest. Welchen Rat gibt es euch? Schneller an die Tapes heranzutreten. Und das sagen wir jetzt nicht, um euch zu schmeicheln, sondern es hätte uns viele Leerläufe erspart und hätte uns schneller dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Also wir hätten vielleicht 2 Jahre abkürzen können an Lehrerfahrungen. Also da schneller in diese SEO-Optimierung und Homepage-Gestaltung reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, hätte uns viel erspart und vieles gebracht. Sehr gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Man weiß nie, für was es gut war. Hätte man es dann geschätzt, wenn man weiß, dass es viele Dinge davon nicht funktioniert hätten. Man weiß es nicht, aber schön, dass es euch so gut geht und alles sich so toll entwickelt hat. In diesem Sinne, ich danke euch sehr, sehr herzlich für die Insights, für die Insights und eure Zeit. Wo sagt ihr denn, sollen die Leute hinkommen, wenn sie mehr von euch erfahren wollen? Und welche Lehrgänge sollte man sich vor allem besonders anschauen? Du, wir haben da tolle Flyer, die wir gerne verteilen. Schickt sie in unser Briefschreiben. Also natürlich auf unsere Website, unsere wirklich gut optimierte Webseite, www.neverest.at. Also da findet ihr alle Informationen zu den Themen, die wir machen, zu den Lehrgängen. Aber auch wenn Unternehmer unter euch sind, was zu spannenden Themen wie Teambuilding oder wirklich Weiterbildungen. Sehr gut, kriegt man sich einen tollen Überblick. Genau, sehr gut. Cool, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war genug Insights und viele Insights dabei. Wenn ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und einen Daumen hoch schenkt. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.